Sonne, Wind und Biomasse – die Energieträger der Zukunft. Zum einen wegen der limitierten Ressourcen an fossilen Brennstoffen, zum anderen für einen aktiven Schutz unserer Umwelt. Auf dem Weg zur sogenannten Energiewende ist in den letzten 10 Jahren vor allem in Deutschland viel passiert. Nach Auffassung des Bundesumweltministers aber oft ohne ausreichende Koordination. Denn die Energiewende ist in Deutschland unterwegs seit 10 Jahren. Da sind die Weichen gestellt worden, da sind die ersten Windräder gebaut worden, die ersten Photovoltaikanlagen installiert worden. Das hat sich alles angekündigt, aber es hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, wie die einzelnen Dinge irgendwann zusammenpassen und wie sie so gelöst werden können, dass am Ende was Gutes daraus wird. Im Saarland hingegen werden im Neustromland einer Initiative der Innovos Deutschland AG Kräfte gebündelt. Stadtwerke und kleinere Energieversorger können sich am Bau von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien beteiligen und am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren. Die Folge ist ein detaillierter und mit allen Akteuren abgestimmter Fahrplan auf dem Weg zur Energiewende. Mit Neustromland wollen wir vermeiden, dass, wie schon vielmals zitiert, es neben den 16 Energiewenden, die es bundesweit gibt, eine weitere Energiewende im Saarland gibt. Wir wollen das im Saarland koordiniert vorantreiben. Wir haben im Saarland eine Vielzahl von Akteuren, diversen Stadtwerken, anderen Energieversorgern, Projektentwicklern. Und wir müssen dort gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Energiewende hinzubekommen. Die Vorstellung der Initiative Neustromland stand deshalb auch im Zentrum des Auftritts der Innovos Deutschland AG auf der ersten Dillinger Energiesparmesse. Vom 23. bis 25. Oktober hatten die Verbraucher die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Ständen über Innovationen und neue Trends rund um das Thema Energieeinsparung zu informieren und sich in Fachvorträgen über Herausforderungen, die Kosten und den Stand der Energiewende in Deutschland selbst ein Bild machen. Im Zuge ihres Messerundgangs nutzte auch die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer die Gelegenheit, sich über die Initiative Neustromland zu informieren. Ich unterstütze jede Initiative, die deutlich macht, dass wir mit dem Aufbau erneuerbarer Energien auch einen unmittelbaren Nutzen und eine unmittelbare Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichen. Und das geschieht natürlich insbesondere auch über Stadtwerke, weil das sind die lokalen Player, das sind diejenigen, die vertraute Partner sind für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist zuerst einmal etwas Vertrauensbildendes. Und wenn wir schaffen, die Stadtwerke auch im Bereich der Energiewende noch zu gemeinsamen Aktionen zusammenzubekommen, wie etwa bei einer Initiative Neustromland, dann kann das für die Energiewende insgesamt nur gut sein. Überzeugungsarbeit im Dialog mit der Bevölkerung. Nur eine von vielen Herausforderungen der Energiewende, die aber auch großes Potenzial für die Versorgungsunternehmen bietet. Wir haben sehr viel starke Flexibilitäten am Markt, die gefragt sind. Dezentrale Energieerzeugung ist heute auch im privaten Bereich vielfach ein Thema und das wird in Zukunft sich noch deutlich verstärken. All das führt dazu, dass wir als Energieversorger, insbesondere auch für Industriekunden und für Weiterverteiler, hier eben neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und diese alte Trennung, sagen wir, Gas, Strom, Wärme, die wird es in Zukunft immer weniger geben. Ein strategisch gut koordinierter Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Zielsetzung, die Bundesumweltminister Peter Altmaier und die Innovos Deutschland AG gemeinsam haben. Die Initiative Neustromland wird ihren Beitrag dazu leisten.